Okay, willkommen zum Teil 2 meiner Rant über die gängigen ethischen Argumente von Nicht-Veganern. Du hättest mich früher mit so ethischen Sachen und Veganismus jagen können, ja? Das möchte ich wirklich betonen. Dass ich jetzt so ein Advokat für Tiere bin und gegen Tierleid, das ist für mich selbst ein Wunder. Und ich will das... Das ist einfach Ergebnis davon, dass ich mich krass beschäftigt habe mit dem, was in der Welt eigentlich abgeht. Seitdem ich weiß, was eigentlich gesundheitlich und umweltmäßig und für die Menschen, also für den Welthunger, für das ganze System Welt, für den Treibhauseffekt auch, für das ganze System Welt am besten wäre, was ideal wäre, was die artgerechte Ernährung wäre und was artgerechte Behandlung wäre von Lebewesen. Seitdem bin ich auch ethischer Veganer. Und ich lasse es eigentlich nicht so raushängen, weil ich einfach weiß, ja, das kommt ja immer irgendwie so falsch an und dann verschließen sich die Leute wieder und werden noch ignoranter. Aber das hat auch seinen Platz, ja, und deswegen will ich das immer bums aus ansprechen. Noch zu diesem Argument von Teil 1, ich würde auch selber schlachten. Du musst ja halt auch mal reinziehen, dass du einfach diese ganzen Angsthormone, ganzen Angsthormone mit isst. Ja, du isst die. Du kriegst das Adrenalin. In jedem Stück Fleisch, das du hast, ist Adrenalin drin. So, du isst Angst. Gutes Buch, das ich dir dazu empfehle, ist Peace Food. Das beruht genau auf dieser Tatsache. Peace Food heißt einfach, dass du nichts isst, was getötet wurde. Oder was eine Mutter hatte. Weil es einfach kein Essen ist und weil du dadurch auch nichts gewinnst. Im Gegenteil, es schadet dir. Ich sag mal, die Angsthormone werden eigentlich nie genannt. Dass Fleisch und so krebserregend ist und alles Mögliche, auch in geringen Mengen, ja, ist nichts Neues für die meisten. Aber dass du eben Adrenalin und all die Angst mit ist und die Angst dann in dir ist und dass dadurch auch psychische Störungen und alles Mögliche auch wieder hervorgerufen werden können, weil diese Angst in dir ist und diese Hormone in dir wirken, das wissen die meisten Leute nicht. Genau, und ich empfehle dir unbedingt Earthlings gucken, Earthlings schauen und dein Herz dabei öffnen, ja? Nicht auf stur tun und auf durchzustellen und sagen, oh, macht mir nichts aus, oh, die armen Tiere, ja, macht mir einfach nichts aus, es sind halt nur Tiere und so. Und Mensch, stell mal deinen Verstand ein, stell dein Herz ein, ja? Dein Herz. Ich meine, ja, mir geht's einfach nicht in den Kopf, weil es eben, wir meinen immer, wir wären ja ach so toll und ach so groß und es wäre doch alles unsere Entscheidung und unser Leben und das stimmt zum einen. Aber wie dumm sind wir denn und wie ignorant und wie sehr drehen wir uns um uns selbst, dass wir denken, ach ja, kill ich mal das Tier, ach ja, lass ich mal den und den für mich das Tier killen und ach ja, trage ich mal zum Welthunger bei, ach ja, mache ich doch mal unseren Planeten kaputt, ach ja, ist mir doch mal egal, was das alles mit dem Planeten macht. Schalt dein Hirn ein und ignoriere das nicht. Lass die Gehirnwäsche von der ganzen Pharmaindustrie und von der Milchindustrie nicht, weißt du, dein Gehirn ausschalten. Das ist nämlich genau das, was passiert. Wir treffen eigentlich gar nicht mehr unsere eigenen Entscheidungen. Wir treffen die Entscheidungen, die uns die Milchindustrie in unser Hirn zwingt und die Pharmaindustrie. Und wir akzeptieren die Tatsache, dass wir alle irgendwie krank sind. Ja, ist ja normal. Oh, meine Oma ist wieder an Krebs gestorben. Oh, es macht mich so traurig. Aber kann man nichts machen. Ist halt so. Oh, der und der hat Diabetes. Das muss alles nicht sein, okay? Keiner muss fett sein. Keiner muss leiden. Keiner muss krank sein. Ja, Veganer kriegen auch mal eine Erkältung. Aber darüber reden wir jetzt nicht. Komme ich gleich noch zu. Also es geht mir einfach darum, dass Menschen mal aufwachen, dass sie bereit sind, sich zu öffnen und mal den Tatsachen ins Auge schauen, ja? Gerade die ganzen Logiker, die ganzen Physiker und Wissenschaftler, die meinen, die hätten die Welt verstanden, denen fällt es meistens am schwersten, da auch wirklich zu sagen, ja, das ganze Weltsystem, wie ich dachte, das so wunderbar funktioniert, funktioniert nämlich überhaupt nicht. Das ist nämlich einfach nur abgefuckt. So. Nächster Punkt. Der Mensch ist mehr wert als Tiere. Menschen sind mehr wert als Tiere. Tiere sind nur Tiere und Menschen sind Menschen. Ja, wie bescheuert ist das denn? Ja, also Tiere sind Nutztiere, Tiere sind Essen. Nee, Tiere sind eigentlich kein Essen. Tiere sind Essen, ja doch, Tiere sind Essen für andere Tiere mit Reißzähnen, ja?
unsere Eckzähne sind keine Reißzähne. Unser Gebiss sieht am ehesten dem eines Affen ähnlich. Ja? Und einfach, wir sind Pflanzenfresser. Unser ganzer Organismus, der blüht, wenn er Pflanzen isst. Ja? Und unser ganzes Immunsystem bekommt alles, was es braucht von Pflanzen. So, wenn du jetzt hingehst und Tierprodukte isst, dann kommen die ganzen krankheitserregenden Sachen in dich rein. Ja, dann funktioniert das System irgendwann nicht mehr. Dauert manchmal lange. Manche Körper sind da ganz zäh im Nehmen. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, dass es Schaden anrichtet. Und oft auch schon, wenn Menschen es noch gar nicht merken. Das geht über Jahre hinweg, ja. Also wenn Menschen halt denken, ja, mir macht es ja nichts aus, ich esse ja Fleisch und so weiter. Meistens sind das zum Beispiel junge Männer, die halt eben essen können, was sie wollen und, weißt du, richtig krasses Sixpack und was weiß ich. Ist ja schön und gut, aber das Sixpack ist doch nicht Spiegelung dessen, wie es der Welt geht. Das ist vielleicht Spiegelung dessen, wie du ästhetisch aussiehst, aber auch nicht deiner Gesundheit. Du hast trotzdem in dir dann vielleicht die Krebszellen, die da irgendwann wuchern oder dein Blutzucker ist nicht okay oder irgendwas, ja. Jede einzelne Zelle ernährt sich doch von dem, was du in deinen Körper steckst. Da geht es nicht mehr darum, oh, ich esse ja nur ein bisschen Fleisch, oh, ich esse ja nur ein bisschen Quark, oh, ich esse ja nur ein bisschen Käse. Darum geht's nicht. Auf lange Sicht ist das einfach schädlich. Es ist auch nicht das, wozu dein Körper gemacht wurde. Ja? Es ist nicht das, was du in deinen Körper reintun solltest. Es ist nicht das, was an den Bäumen hängt. Wir haben früher in der Steinzeit nur Tiere getötet, wenn wir nicht anders konnten. Weißt du, wie anstrengend das ist? Weißt du, wie gefährlich das ist? Das haben wir nur gemacht, wenn wir verzweifelt waren, wenn wir sonst verhungert wären, ja? Ja, dann haben wir Tiere getötet, damit wir nicht verhungern, damit wir überleben. Aber doch nicht einfach so morgens, oh, blauer Himmel, oh, mir geht's gut, oh, ich fühle mich jetzt mal nach einem Marathon, oh, ja, ich glaube, ich gehe mal ein Tier killen. Nee, so war das nicht. Sorry, wenn ich da jetzt ziemlich sarkastisch bin, aber muss auch mal sein. Wir nehmen lieber die Mango vom Baum. Oh, ist die geil, oh, riecht die geil. Muss ich nicht für rennen, kann ich direkt aufmachen. Ist saftig, ist süß. Genau das, was ich brauche. Es ist einfach nicht die artgerechte Ernährung für uns. Und genau, zurück zu dem Punkt, Menschen sind mehr wert als Tiere. Das kommt oft auch durch Religionen, also durch den Glauben, den Menschen haben. Dass Gott eben sagt, okay, ich mache jetzt die Krönung. Als Krönung mache ich den Menschen über die ganze Schöpfung. Ich selbst bin Christ, dazu aber noch ein anderes Video. Für mich ist ein liebender Gott einer, ja, der den Menschen und die Tiere schafft und der all dieses Wunderschöne, die wunderschöne Schöpfung schafft. Ja? Und dieser liebende Gott, der sagt nicht, ja, hier sind die Tiere für dich, Mensch. Der sagt, mach mit denen, was du möchtest. Du bist... Gott liebt den Menschen schon, er hat eine persönliche Beziehung zu den Menschen, aber deswegen heißt das doch nicht, dass Gott sagt, kill mal die ganzen Tiere, weil killen ist nicht Liebe, ja, wenn du an einen liebenden Gott glaubst, dann gehört, und weißt du, dann ist da kein Raum für Töten. Ob das ein Mensch ist oder ein Tier, völlig egal. Das ist meine Meinung. Ja, so verstehe ich Zusammenleben auf der Erde. So verstehe auch ich meinen Glauben. Da ist kein Raum für. Du kannst Tiere, klar sind Tiere auch dafür da, also Tier und Mensch komplementieren sich ja auch super, ja. Super Beziehungen kommen dabei raus und können füreinander da sein und sonst. Aber alles, was mit Hass und Aggression und Wut und Blut zu tun hat, und das gehört da nicht rein. Das ist mir auch egal, wie viele Opferlämmer irgendwo gemacht wurden, das hat da keinen Raum in einem liebenden Herzen. So, genug darüber. Nächster Punkt. Welthunger und Umweltprobleme kommen nicht nur davon, dass ich ein bisschen Fleisch esse. Oh, der ist echt ganz besonders doll.